Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute begrüße ich dich einfach mal zu einem neuen Vlog, denn ich habe mir jetzt überlegt, dass es ganz cool ist, wenn ich jetzt jeden Monat eine Woche vlogge. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ihr könnt mich jetzt super gerne im Alltag für eine Woche begleiten. Es stehen jetzt nicht so super krass besondere Sachen an, aber mal schauen, wie ich den Alltag als Mutti so meister. Julius macht jetzt gerade Mittagsschlaf, Sammy lässt sich gerade ein bisschen streicheln. Für mich gibt es jetzt Mittagessen, geschnetzeltes Züricher Art, leicht angekokelt durch die Mikrowelle, aber das kriegen wir schon hin. Fun Fact, wir haben das quasi als Notfallessen selber gekocht und halt nicht mit HelloFresh, weil HelloFresh nicht liefern konnte aufgrund von Witterung, Schnee und Eis. Wir haben es jetzt gerade, ich glaube, 13 Grad draußen. Ne? Es war verrücktes Wetter am Wochenende, es hat geschneit. Es hat gerade geklingelt und da ist einmal die Glossy Box in der Dreamy Days Edition angekommen, also quasi die Standard Glossy Box für März. Das ist meine eigene, die ich dann ja quasi in dem Unboxing verlose. Und hier haben wir dann die Goodie Box Crush, die habe ich jetzt selber einfach mal abonniert. Genau, damit ich auch die Goodie Box hier regelmäßig und monatlich vorstellen kann. Das ist die Make-up-Variante davon. Ja, schaut gerne mal im Video oben hier, da wahrscheinlich vorbei. Da habe ich euch die Welcome-Box verlinkt und wenn man die Goodie-Box abonniert, kann man auch die Crush-Box mit dazu abonnieren. Julius schläft jetzt gerade bei uns im Schlafzimmer, dementsprechend das Outfit of the Day im Badezimmer. Da habe ich einfach von Nakitano ist das, eine Marke, die es leider nicht mehr gibt, ein Hoodie, den ich total großartig finde. Dann ein, Top, ne? Und eine Leggings, das ist so eine weinrote, die ist von Lelün. Ich habe da keinen Code, aber die liebe Irina and her Familia hat einen Instagram-Account, kann ich euch auch mal in der Infobox verlinken. Das ist eine Dalton-Kollegin, die ich so lieb finde, wohnt auch bei mir in der Gegend. Und ja, schaut gerne mal bei ihr vorbei, die hat immer mal wieder Lelün-Codes. Und ihr seht auch gerade hier dieses kleine Hochstühlchen neben mir. Das ist tatsächlich das optimal coolste Dingenskirchen überhaupt. Denn immer, wenn ich mich hier fertig mache, setze ich Julius da rein. Also morgens, ne? Ihr fragt mich ja immer, wie ich den Alltag so meister mit fertig machen und so weiter. Dann mache ich hier schön die Lichter an, mache hier das ganze Klimbim auf. Dann ist das alles schön am Glitzern und Leuchten und so, ne? Und dann kann Julius sich das alles angucken und er findet es einfach großartig. Und dann machen wir hier immer ein bisschen Party am Morgen. Und natürlich müssen wir bei dem Wetter auch spazieren gehen, ne? Bleibt nicht aus. 16 Grad sollen das sein? Leute, ich habe jetzt schon eine Jeansjacke an. Die Jeansjackenzeit ist eingeläutet, Leute. Mein fast schon sportliches, fast schon stylisches Outfit of the day. Oh mein Gott, ja. Bauchfrei ist am Start, ne? Die 90er, 2000er, irgendwer möchte auf jeden Fall ihren Trend zurückhaben. Heute gibt es aus dem Many Cooks Community Edition Nummer 1 Kochbuch Claudis Weltbeste Paprika Carbonara. Ja, das ist das Rezept, was ich damals eingereicht habe. Ich habe jetzt hier schon ein bisschen Schinken klein gemacht und da ist jetzt auch schon ein bisschen Mise en place. Die Nudeln köcheln vor sich hin und jetzt kann ich den ganzen Kram hier gleich mal anbraten und lecker essen machen. Guten Appetit! Om nom nom, oh, es ist eins meiner absoluten Lieblingsgerichte. Und während mein süßer kleiner Schatz seinen Mittagsschlaf hält, werde ich jetzt ein Video schneiden. Ein bisschen Wäsche habe ich offensichtlich auch schon gewaschen. Da ist eine Wäsche, ja. Und hier hängt auch überall Wäsche. Und ja, dann schauen wir mal weiter, wie der Tag so weitergeht. Ich glaube, ziemlich viel Haushalt. Ich glaube, spazieren gehen können Sammy und ich heute nicht, weil es regnet Bindfäden. Ja, es tut mir leid, kleiner Mann. Was soll Fräuchen machen? Das ist immer so schade, ne? Heute kam für mich gar nicht so viel an. Also für mich kam bislang nur, in Anführungsstrichen, ein DM-Paket an. Aber mein Freund hat Post bekommen und da bin ich super neugierig, was drin ist. Da muss ich noch warten, ja, wenn er wieder zu Hause ist, dann wieder das auspacken. Und ja, das Übliche, ne? Wenn man gekocht hat, dann sieht die Küche aus wie Sau. Genau, Julius und ich werden jetzt ein bisschen die Küche machen. Okay, wir haben uns doch noch mal nach draußen getraut und sind jetzt einfach mal eine Runde spazieren, was sehr, sehr cool ist, denn die Sonne kommt jetzt auch mal raus. Und ja, dann ist es halt ein bisschen matschig hier im Wald, aber wir kriegen das schon hin. Und es tut einfach gut, diese Sonne tanken, ne? Also wir haben ja gefühlt, ich weiß nicht, 3 Monate lang ist nur dunkel und grau und verregnet gehabt. Und da ist es so schön, wenn jetzt die Sonne wieder rauskommt und Frühling wird. Oh. Ja, die Lichtverhältnisse sind natürlich super. Mein
Nee, die Spülmaschine ist fertig. Mein Freund fragte mich eben, warum wir diesen Adventskalender oben noch stehen haben. Das wäre ja ein Frevel, weil das ist ja Werkzeug. Ja, dann packe ich ihn jetzt einfach mal aus und werde ein Short auf Insta, auf YouTube hochladen. Hier, Sammy, und von dir sind oben auch noch ein paar Adventskalender, ne? Eieieiei, da muss Frauchen mal mehr ranklotzen. Schön, wie die Sonne auf dein Fell scheint, kleiner Mann. Immer wenn die Rückbildungsgymnastik vorbei ist, macht die Hebamme eine Traumreise. Und ratet mal, wer dann immer mit mir schmusen kommt. Einen wunderschönen guten Morgen. Die Sonne scheint, das Herzchen lacht, das ist wundervoll. Und ihr merkt es halt auch, ne, wenn draußen schönes Wetter ist, dann ist meine Stimmung direkt auch ganz weit oben. Ja, hier haben wir einmal das Outfit of the Day. Das ist meine Jeans von Armed Angels. Ihr wisst, ich habe nicht wirklich viele Jeans. Ich glaube, ich habe 2. Dann habe ich die Socken an, die ich von der lieben Corinne mal geschenkt gekriegt habe. Tatsächlich trägt mein Freund die auch regelmäßig und auch Julius trägt seine regelmäßig, beziehungsweise mittlerweile sind die leider zu klein geworden. Ja, dann habe ich hier so ein Oberteil, das kann ich euch auch in der Infobox verlinken, das habe ich auch in Olivgrün. Das habe ich mir, als ich den letzten Vlog geschnitten habe, tatsächlich nochmal in dieser Farbe nachgekauft, weil ich das so bequem finde. Darunter habe ich einfach so ein Top. Ein Flusen habe ich auch mit dabei. Ich finde, sowas gehört auch zum generellen Outfit of the Day dazu. Ja, ich mache mich jetzt noch ein bisschen zu Ende fertig und dann werden Julius und ich gleich zu U4 fahren. Der kleine Mann hat nämlich schon seine U4-Untersuchung. Der wird so schnell groß, ich sag's euch, Leute. Und ja, heute Nachmittag kriegen wir Besuch. Na, da ist aber einer fleißig, ne? Der kann auch fahren, wenn wir unterwegs sind, denn das ist mein Draußen-Outfit. Ich finde, das sieht ziemlich stylisch aus, ne? Yay! Alles 1A! Julius entwickelt sich prächtig, das freut uns sehr. Wir sind jetzt hier beim Werkstoffhof, weil ich habe hier hinten mein, ja, nicht ganz so großes Auto voll mit Kartons und das kommt jetzt in den Altpapiercontainer. Und danach wollte ich gegebenenfalls nochmal zu Rossmann, auch wenn es schon 11:45 ist und ich echt Hunger habe. Aber wenn man schon mal hier unten in der Stadt ist, dann kann man hier auch mal so ein bisschen durchstöbern, ne? Ja. Also die Blauen reizen mich schon sehr, muss ich gestehen, ne? Ich weiß noch nicht. Vielleicht. Sie haben auf jeden Fall einen derben Absatz. Könnte was werden. Schon 2 Uhr, um 3 kommen Papa und seine Frau vorbei und jetzt mache ich mir erstmal schön mein Essen warm. Ja, es gibt das, was es gestern auch schon gab. Sammy ist natürlich auch mit am Start, er hat aufs Haus aufgepasst. Ich glaube, mittlerweile dürfte Julius auch mal wieder Hunger haben. Das heißt, ich werde mir jetzt erstmal ganz schnell versuchen, mein Essen reinzukloppen. Und dann ist Julius an der Reihe. Ich habe mir tatsächlich die blauen Schuhe und auch die mit, wo ich meine Socken anhatte, ja, gekauft. Ich glaube, das kommt ganz gut. Ja, irgendwie fand ich die beide ziemlich geil. Ja, und allerhand Sachen auch noch bei Rossmann. Aber jetzt gibt es erstmal was zu essen. Ich habe so Hunger. Da ist man einmal nicht zu Hause. Zack, begeht diese Fliege hier auch noch Selbstmord. Das ist crazy, Leute. Hund und Kind jetzt nicht da, weil ja, mein Papa und seine Frau haben beide mitgenommen. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt, ne? Ich habe jetzt übrigens hier von Dalton die Anti-Aging BB Cream in der Farbe Ivory 01 in Anwendung. Ja, weil, also, ne? Man war so lange nicht alleine in seinem Körper und jetzt muss man halt auch alleine zu Hause. Es ist komisch, Leute. Naja, aber es ist wichtig, dass ab und an mal jemand vorbeikommt und mir Julius abnimmt, damit ich halt auch das lerne, damit Julius das lernt, dass man halt nicht immer nur so zusammen ist. Und deswegen, also bei Rossmann eben, mega, habe ich tatsächlich die neue Sister Love Collection anschauen dürfen. Die stellen den Aufsteller erst auf und haben das noch nicht im Kassensystem drin gehabt. Deswegen konnte ich die Sachen leider noch nicht kaufen. Aber ich durfte sie ab
filmen, um euch dazu einen Short zum Beispiel zu machen und habe dann auch entsprechend Rossmann verlinkt und die Mitarbeiterin war so, so nett, denn die ist echt extra ins Lager runtergegangen und hat das alles geholt und das war so lieb von ihr, also und diese Limited Edition ist riesig, ich weiß auch nicht, was da Essence und Catrice sich überlegt haben, denn ich glaube, so eine große Limited Edition mit so vielen Produkten hatten die, glaube ich, noch nie, oder? Richtig heftig und ja, beeindruckend. Einfach beeindruckend. Die BB-Cream ist mega gut. Also kann ich euch wirklich empfehlen, weil du hast halt sowohl Pflege als auch dann so dieses leicht abdeckende Gedönsen im Gesicht. Ne? Ja, ansonsten, was mache ich in der Zeit, wo Papa, seine Frau und Julius mit Sammy unterwegs sind? Ich schmink mich ein bisschen, mache ein bisschen Me-Time dann ja quasi, quatsch ein bisschen mit euch. Und das tut mir auch gut. Ne? Also das sollte man auch machen, wenn man als junge Mutti die Möglichkeit hat, dass jemand kommt, um das Kind halt kurz mal zu nehmen und zu beschäftigen, dass man da einfach irgendwas macht. Also das hat meine Hebamme mir auch gesagt. Ne? Und nicht irgendwas im Sinne von Arbeit, also kein Haushalt oder so. Am besten sollte man duschen oder sich hinlegen und schlafen oder so. Ne? Halt irgendwas, was einem Ruhe und Entspannung gibt und das macht Schminken bei mir tatsächlich und da probiere ich gleich zum Beispiel hier die Blossom Glow von Catrice einfach mal so ein bisschen für mich aus, das ist ja die kühlere Variante mit Bronzer, ach Quatsch, mit Blush und Highlighter drin und da habe ich gedacht, vielleicht kann ich den einen matten Ton als Bronzerton nehmen und sowas probiere ich einfach auch gerne mal so für mich aus. Ja, also ich habe die Palette jetzt komplett im Gesicht, ne? Ich finde, dass die Bronzer-Geschichte relativ fleckig aussieht, aber da muss ich auch gestehen, ich habe ja diese beiden Lidschatten hier als Bronzer kombiniert, ne? Und dann sieht es halt so aus. Im Spiegel geht es tatsächlich, ich weiß es noch nicht. Ich muss mal gucken, wie sich das über den Tag verhält. Ansonsten kräftiger Blush, schöner Highlighter. Kühles Augen-Make-up ist eigentlich auch nicht so ganz meine Welt, aber irgendwie, ich sehe ganz schön glowy-powy aus, ne? Also es sieht schon gut aus. Und ich finde, dass ich bislang die Zeit ganz gut genutzt habe. Aber irgendwie muss ich auch gestehen, ich vermisse irgendwie diese Wuselei um mich herum, also Julius und Sammy. Das ist so bekloppt. Was ein Tag, Leute. Ich glaube, ich wollte am Ende dann doch ein bisschen zu viel. Das. Oh. Achselhaare, hallo, aber das ist die Realität, ne? Ich kann sie ja gleich wegrasieren. Ja, Julius war am Ende dann doch ziemlich platt und ziemlich quengelig, ne? Naja, aber dann ist er auch sehr schnell eingeschlafen und. Ich bin aber jetzt auch sehr platt und sehr quengelig und das, obwohl ich nicht eine Sekunde heute am Schreibtisch gesessen habe. Und da muss ich sagen, das wurmt mich mega. Ja, es wurmt mich, dass ich heute nicht zum Arbeiten gekommen bin. Also zum Arbeiten schon, aber nicht zum Arbeiten am Schreibtisch. Also ne, ihr wisst, was ich meine. Ich habe oben ja auch, nachdem ich mich geschminkt habe, noch ein, zwei Videos gedreht. Aber trotzdem, ich habe halt nicht geschnitten. Ich habe keine E-Mails wirklich beantwortet. Also ich habe sie am Handy beantwortet. Aber also eigentlich habe ich gearbeitet. Setzt man sich selber ein bisschen zu viel unter Druck? Ich glaube schon, oder? Wow. Ja, dann war ich natürlich auch noch super quengelig, war dann auch zu Schatzi total quengelig. Das war nicht gut, das war gar nicht gut. Und das tut mir dann im Nachhinein auch total leid, ne? Und ja, ne, also wir haben da auch gesprochen und es tut mir leid, wirklich. Sehen so meine Haare aus. Und ja, die Haarpflege von Uncorrupted Beauty gefällt mir sehr, sehr gut. Da seht ihr jetzt bald auch ein Video zu. Und ich habe nicht viel in der Bürste drin. Das ist für mich auch immer sehr ja, indikativ. Und die Bürste sieht nicht mehr schön aus. Aber wenn ich halt nur so ein, das sind ja, ich habe ja lange Haare, ne? Nur so, keine Ahnung, 5 Haare oder so, wenn es hochkommt, in der Bürste drin habe, bin ich mehr als zufrieden. Naja, ihr merkt es an der Zerstreutheit, wie ich rede. Ich wollte zu viel. Ich habe zu viel geplant und keine Ahnung, manchmal ist es halt so, dass man da nicht so, am Ende des Tages steht man dann da und denkt sich, toller Abschminkbaum von Yepoda übrigens, und denkt sich dann, oh Mann, ey, eigentlich habe ich mich zu Unrecht so viel unter Druck gesetzt, ne, eigentlich, keine Ahnung, kann ich doch froh sein, dass es trotzdem irgendwie läuft, ich weiß auch nicht, ich wollte zu viel, ich habe heute aber auch viel geschafft eigentlich, ne. Keine Ahnung. Manchmal, ne, dann ist man irgendwie enttäuscht von sich selbst, enttäuscht vom Tag, obwohl der Tag eigentlich ganz okay war. Keine Ahnung. Wie gesagt, also
Jetzt gerade ist so eine Down-Phase von mir. Deswegen freue ich mich mega, dass ich gleich unter die Dusche gehen kann. Das wird sehr schön werden und ich weiß nicht, es ist jetzt, wie spät ist denn das? 8:30? Vielleicht gehe ich gleich noch an den Laptop. Ich denke schon, weil ich eigentlich Bock drauf habe und dann schauen wir einfach mal, weil eigentlich macht es mir Spaß. Ich hatte eigentlich vor, heute meinen Full-Face-Look-Fantastic zu schneiden. Vielleicht schaffe ich das heute ja noch. Es ist ja eigentlich schon so, dass ich die ganzen Links erstellt und rausgesucht und so habe. Und ich muss jetzt im Prinzip wirklich nur noch das Video an sich schneiden. Die Infobox habe ich quasi schon fertig. Und das ist eigentlich mitunter einer der größten Faktoren, was die Arbeit anbelangt, ne? Dass man hier Links raussucht und sie entsprechend halt auch einfügt und so. Das ist halt immer so eine Sache. Aber ja, deswegen... Ich weiß auch nicht, ich bin gerade total neben der Spur, aber ich finde auch, das gehört in den Vlog rein, ne? Weil das zeigt ja auch, ja, das wahre Leben, dass halt nicht immer alles so easy peasy, lemon squeezy und hier geht die Party ab und so bei mir ist, sondern dass auch mal vielleicht ein bisschen was nicht ganz so gut läuft, so auch in meinem Schwangerschaftstagebuch gezeigt. Ich habe eben noch eine Nachricht bekommen, da habe ich eine Seite abfotografiert bekommen von einer ganz lieben Followerin, die sich über eine bestimmte Stelle etwas amüsiert hat. Da ging es um Mädchennamen. Und ja, muss ich auch etwas lachen. Ja, ja, man fühlt sich doch immer wieder zurückversetzt. Und heute, als Papa und seine Frau da waren, haben wir auch so ein bisschen über das Buch gesprochen. Meine Oma hat es nämlich jetzt auch tatsächlich gelesen und mir ihre Review dazu gegeben. Und naja, da es einfach auch so ist, dass letztes Jahr auch ihr Mann verstorben ist, habe ich ja sowohl über Opa dann ja auch geschrieben, als auch über Oma in meinem Buch. Und Oma fand das schön, das Buch. Doch, also ihr hat sehr, sehr gut gefallen und sie hat sich sehr gefreut, tatsächlich dann auch mal so zu erinnern, sich zu erinnern, auch wenn es vielleicht nicht ganz die allerschönsten Erlebnisse waren, aber trotzdem, also ich meine, in der Anfangsphase meines Buches hat mein Opa ja auch noch gelebt, ne? Naja, so, jetzt habe ich den Kaumbaum ganz gut in meinem Gesicht eingearbeitet und das Make-up schon mal gelöst. Vor allem das Augen-Make-up, da könnt ihr am besten immer so durch die Wimpern gehen. Also ich mache das ja so, ne? Aber so fallen halt minimal nur die Wimpern aus und das ist super wichtig. Jetzt habe ich noch ein bisschen was an den Fingern, das kann ich ja eben kurz abwaschen. Aber ansonsten mache ich den Rest vom Schützenfest gleich eben unter der Dusche. Pinsel habe ich auch schon gewaschen. Da bin ich immer ganz fleißig, dass ich das mache, während ich halt hier bin, ne? Das heißt, hier habe ich dann immer meine 4 Pinsel. Die habe ich gewaschen, die liegen dann hier immer und werden trocken. Ja, ansonsten, Leute, das ist Bergfest heute gewesen, Mittwoch. Ne? Morgen kommt meine Mutti, da freue ich mich drauf. Aber jetzt werde ich erstmal duschen gehen. Outfit of the Day, mal in diese Perspektive. Das hier ist von Ikea so ein, Gedönsen halt, ne? Ding. Es ist bei uns im Wohnzimmer. Und ja, was ich anhabe, ist einfach so ein Kuschelding von Nakatano. Dann hier drunter so ein graues Vieh und meine Armed Angels Jeans. Ansonsten alles soweit so gut. Oder auch nicht. Also mir geht's auch nicht ganz gut heute. Gleich kommt meine Mama vorbei. Ich freue mich darauf wie Bolle. Es ist so wichtig, wenn die Mama vorbeikommt. Ja, und die bringt Essen mit. Auch das ist total cool. Ja. Donnerstags ist es immer ganz schön und dann werden wir sehr wahrscheinlich Wäsche falten, denn das steht an. Heute hat Mama Essen mitgebracht. Es gibt mega lecker Gemüsesuppe, also das gibt jetzt erstmal wieder derbe Energie. In der Zeit, wo meine Mama da war, habe ich hier so ein bisschen mal die Vorratskammer aufgeräumt. Es ist noch nicht tippitoppi, also diese Etagen habe ich noch nicht geschafft, aber ich habe hier so ein bisschen mal aufgeräumt. Ja, da müssen wir mal so ein bisschen Pfand wegbringen und so, ne? Genau, ansonsten habe ich hier so ein bisschen unsere Vorräte stehen und halt auch eine Küchenmaschine, die war sonst bei uns in der Küche. Die nutzen wir halt aktuell nicht so super viel, ne? Das ja, habe ich dann jetzt einfach mal sauber gemacht und dahingestellt und ansonsten hier so, das habe ich auch noch nicht richtig aufgeräumt. Durch die Putzmittelgeschichte muss ich auch noch mal richtig durchgehen und da oben bin ich auch noch nicht gewesen, aber na. Sauber gemacht habe ich alles mit diesem wunderschönen Allzweckreiniger. Genau, ansonsten ist das jetzt so die Küche, die ist einigermaßen sauber. Ein bisschen was muss ich noch aufräumen. Aber na, das habe ich auf jeden Fall geschafft.
Hier hat offensichtlich meine Mama Sammy ganz ausgiebig gestreichelt, denn da vorne liegt schon wieder ein zweiter Hund. Aufregend. Na Sammy, wie kann das sein, dass ein kleiner Mann wie du so viel Fell verliert? Hm? Das ist geheim, ne? Ja, yeah. Ein ganz aufregendes Geheimnis ist das. Du kleiner Schnuffelmann. Diese zwei Schätzeleien sind heute mit der Post eingetroffen. Das ist einmal der La Nuit Trésor Lancôme The Love Adventskalender. Den mache ich noch auf YouTube. Das, also kein Adventskalender, das ist ein Valentinstagskalender. Und am Ende ist dann quasi das La Nuit Trésor von Lancôme. Und hat sich für mich halt irgendwie sehr sinnvoll angehört. Und dann habe ich hier von Purish noch was zugeschickt bekommen. Das dürften jetzt die neuen Lippies sein von Nabla. Da bin ich auch mal gespannt. Und zwar sind das diese Beyond Jelly Lippies. Da habe ich mir 4 Farben von ausgesucht und ich bin mal super gespannt, inwiefern die sich dann auch unterscheiden, ne? Oh mein Gott, also die Verpackung finde ich schon mal extrem schön. Das hatte ich halt schon bei den PR-Bildern gesehen, ne? Mega cool. Das sieht so schön aus. Also richtig edel und ist auch richtig schwer. Fühlt sich total klasse an. Okay, man kriegt ihn schwer auf. Okay, okay. Sehr dunkel. Schick. Okay, die müssen geswatcht werden. Hier habe ich euch dann mal die 4 Töne geswatcht. Das ist von oben nach unten Luna, Lust, Libido und Nocturna. Outfit of the Day. Pulli passend zu den Schuhen. Top passend zu der Leggings. Nur die Socken. Die fallen mal wieder raus, ne? Es ist Freitag oder auch Freitag. Ich freue mich aufs Wochenende. Und ansonsten, ja. Gibt es dann vielleicht auch mal Phasen in meinem Leben, wo mir manche Dinge einfach zu viel werden. Und deswegen habe ich dann jetzt auch mal mit meiner Schwiegermama gesprochen. Die kommt nächste Woche vorbei. Ich setze mich immer viel zu sehr unter Druck. Und da kann ich an alle jungen Mütter da draußen auch nur appellieren und sagen, setzt euch nicht so unter Druck, hört auf euren Körper und wenn euer Körper sagt, nö, dann ist das so. Und dann muss man sich auch nicht schlecht deswegen fühlen. Ja. Jetzt gerade kam jemand vorbei, ich habe bei eBay Kleinanzeigen, ja, weil ich ja bei uns in der Vorratskammer aufgeräumt habe, ne? Ich habe einen ganzen Karton an Lebensmitteln auch aussortiert und das reingestellt zu verschenken. Die hat sich mega gefreut und ja, dann habe ich auch noch ein paar Sachen von Sammy aussortiert. Die werde ich jetzt auch heute mal reinstellen. Da wird dann am Wochenende jemand kommen und das abholen. Ich finde das immer ganz cool, ne? Wenn man dann halt Sachen zu verschenken reinsetzen kann, um da halt die Möglichkeit an andere zu geben. Gerade jetzt aktuell ist es einfach eine Zeit, wo man, glaube ich, recht viele Leute recht schnell mit glücklich machen kann. Außerdem bin ich gerade mit meiner lieben Jenny von Purish in Kontakt. Ihr bekommt nämlich ab dem Tag, wo dieses Video online geht, ist irgendwie damals von ICQ. Bist du on? Bist ihr noch? Schreib's gerne in die Kommentare. Was wollte ich sagen? Weiß ich gar nicht. Genau. Ab dem Tag, wo dieses Video online geht, wird dann ein 20% Rabattcode auf Purish gelten für alles im Online-Shop. Schaut gerne mal vorbei. Ich habe gerade beschlossen, dass man das auch noch heute essen kann. Also gönne ich mir wieder, ja. Tja, und ansonsten geht auch nicht mehr das Allermeiste heute. Wir waren eben noch ein bisschen spazieren zu viert, als mein Freund Feierabend hatte. Und ja, ansonsten bin ich jetzt nur am Laptop Video schneiden und Kooperationskorrespondenz. Und ja, das ist dann mein Freitagabend, ne? Da ist schon jemand im Schlummerland gewesen, hm? Ja. Sammy hat auch Wochenende. War eine harte Woche für ihn. Aber er wird's überleben. Der kleine Schnuffelmann. Ja. Schlaf weiter. Mein Outfit of the Day vom Drehtag Samstag. Ja, sieht total fancy aus, Leute, ne? Aber man sieht unten ja nicht wirklich. Wobei man muss sagen, im Prinzip ist es ja auch schon wieder aufeinander abgestimmt, weil mein Oberteil passt zu den Socken und meine Hose passt zu den Schuhen. Und das eigentlich nur, weil ich das angezogen habe, was oben im Schrank lag. Voll gut, oder? Ja, Samstag ist heute, da wird dann immer ordentlich gedreht. Gestern habe ich noch ein paar Videos geschnitten. Und ja, dann geht die Party heute ab. Heute hat Schatzi gekocht und es gibt Creamy Thai Pasta. Das sieht doch schon mal sehr lecker aus. Drehtag. Sammy ist hier mit mir oben und ist schon mal hochgelaufen.
Ne, kleiner Mann, du freust dich. Das Frauchen jetzt mit dir hier oben ist. Die Sonne scheint von draußen so richtig schön rein. Also ist ganz tolles Wetter. Hier steht allerhand Kram drauf. Uncorrupted Beauty mache ich gleich ein Video. Dann mache ich gleich noch ein aufgebraucht Video. Übrigens müsste jetzt auch noch von Dalton der Code Beauty Claudi gelten. Ne? Also für 20% Rabatt schaut da auf jeden Fall vorbei. Hier sammle ich so ein bisschen Füllmaterial, hier sammle ich Taschen, hier sammle ich Deko, hier ist mein Hund, da unten ist auch noch aufgebrauchtes Krams und so sieht das dann immer hier so aus, wenn ich hier meine Drehvorbereitungen habe, dann habe ich das alles hier schon mal so hingestellt, die Produkte, die ich verwenden möchte, mein Handtuch, ein paar Getränke, wenn ich Durst bekomme, Sammy am Start, Softbox, Ringlicht, noch ein Ringlicht, Hintergrundlicht, was habe ich denn noch? Das ist noch so ein Licht, eine Straße, ein Fenster, genau, ja. Und da kann Sammy sitzen, wenn er möchte, oder er kann sich auf die Couch setzen, wie er möchte. Oder setzt sich hier hin und starrt mich an. Auch das ist möglich. Richtig stilecht hier mit Apfelmus im Bild, läuft bei mir. Ja, ich drehe jetzt noch ein bisschen weiter. Es ist schon spät geworden. Es ist 9:30 abends. Ein paar Videos habe ich schon gedreht. Ein paar Videos werden noch folgen. Und ja, wir haben jetzt gerade noch ein bisschen Burger gegessen. Das war so lecker. Wir haben uns den bestellt. Hier hat nämlich ein neuer Burgerladen aufgemacht. Und der war so lecker. Ich finde das einfach großartig, wenn diese Burger halt nicht so diese klassischen sind, die klassische Soßen haben, sondern wenn die halt ein bisschen spezieller sind und die haben hausgemachte, richtig leckere Soßen und das war echt eine Geschmacksexplosion in meinem Mund. Ja, genau. Jetzt werde ich, wie gesagt, den Drogerie-Haul noch abdrehen und vielleicht noch das ein oder andere Video. Ich habe eben mit Schatzi gesprochen, er hat gefragt, wie lange ich noch brauche. Ich sage, vielleicht noch so ein Stündchen oder so. Vielleicht werden es 1,5 Stündchen und ich merke gerade, nee, doch nicht. Ich hatte gerade gedacht, ich hätte mein Handy unten vergessen. Nee, das habe ich mit hier oben alles gut. Ja, genau. Jetzt drehe ich noch ein bisschen durch. Wir haben es jetzt ungefähr 21:45, ziemlich genau 21:45. Und jetzt ist Feierabend. Ehrlich gesagt habe ich jetzt natürlich nicht morgens 8 angefangen zu arbeiten, ist klar. Aber ich habe, ja, 8 Stunden habe ich schon gearbeitet, ne? Also doch, natürlich. Ich habe, glaube ich, sogar schon 10 Stunden gearbeitet. Aber das ist auch in Ordnung. Also ich habe samstags, meistens auch sonntags, dann meine Drehtage, dass ich da dann halt vorproduzieren kann. Und ja, das ist auch in Ordnung. Zwischenzeitlich natürlich auch was gegessen und gestillt und so weiter, ist klar. Ne? Oh, das war echt... Zwischenzeitlich bin ich ja einmal runtergegangen und dann war Julius aber schon im Bett und dann... Es war 6:30. Julius ist ein wirklich, Gott sei Dank, ein Kind, was sehr, sehr früh schlafen geht. So um 6, 7 Uhr geht er wirklich schon ins Bett. Und dann kam ich runter und Julius war schon am Schlafen. Aber er ist dann doch wach geworden. Nein, ich habe ihn nicht geweckt. Er ist wirklich von alleine wach geworden. Und dann konnte ich ihm auch nochmal gute Nacht sagen. Und ja, und dann habe ich aber noch ein bisschen weitergearbeitet und aber wirklich schöne Videos gedreht. Also da muss ich sagen, das hat richtig Spaß gemacht und solche Tage freuen mich. Die machen mich glücklich. Auch, dass ich sehe, dass Julius dann mit Schatzi einfach einen schönen Tag hatte, ne? Dass die beiden Männer dann einen Männertag hatten. Sammy mit mir oben war. Ich nehme jetzt auch wieder meinen Kornbaum. Und ja, das ist immer cool. Und ja, sowas sind dann für mich auch erfolgreiche Tage. Mal gucken, morgen sind wir auf dem Geburtstag von meiner Stiefschwiegermama in Spee, ob ich da vorher was gedreht bekomme, weil eigentlich hätte ich noch einiges, was ich drehen wollen würde, aber jetzt nicht drehen müsste. Dann werde ich mich jetzt mal zu Ende abschminken und dann hüpfe ich unter die Dusche und dann sehen wir uns morgen. Und beim Duschen natürlich schön ein Video von der lieben Steffi gucken. Diese Maske habe ich euch ja in einem Haul eben in ja meinem Filmewahn abgedreht und die habe ich jetzt im Gesicht. Also so sollte es dann ja quasi aussehen. Kommt dem schon nah, ne? Und da muss ich halt auch wirklich sagen, die Qualität von dem Vlies ist auch wirklich schön.
weiß nicht, Moment, das will hier nicht scharf stellen. Doch, genau, man sieht es jetzt auch, ne? Ein schönes Vlies, gute Qualität und richtig schön viel Feuchtigkeit und so. Also das ist gut. Jetzt so nach so einem ganzen Filmetag, wo ich mich ja auch morgens geschminkt habe und dann ja auch die ganze Zeit Fullface-Make-up drauf hatte und so, ist das eine absolute Wohltat. Gibt es jetzt in der Drogerie, Limited Edition, schaut gerne vorbei. Wie heißt das, Moped? Bedruckte Tuchmaske Be Wonderful, ne? Mit Pfingstrose. Mm. Also beduftet ist sie definitiv. Kennst du das auch? Du hast ja eigentlich schon dein Outfit of the Day angezogen, aber du machst dir noch so ein bisschen eine Maske und musst noch die Zähne putzen. Das heißt, dass du dann quasi unter diesem formschönen Bademantel, der dann ja in dem Sinne auch Spritzkram abfächert, dein Outfit of the Day versteckt hast. Denn das ist mein Outfit of the Day. Tada! Jeanshose. Seht ihr gar nicht, ne? Jeanshose. Dann ziehe ich mir dann aber auch noch andere Schuhe zu an. Und das ist eine Bluse. Ich habe mir wieder eine Bluse an, die ich eigentlich gekauft habe zur Schwangerschaft. Aber die kann ich jetzt natürlich auch bei der Stillzeit super anhaben. Was wollte ich sagen? Wir fahren auf den Geburtstag gleich und deswegen, ja, habe ich das so. Also habe ich jetzt auch gerade eingecremt. Jetzt muss ich nur noch meine Haare so ein bisschen machen. Und da sind wir auch wieder. Habt ihr das Video schon gesehen? Ich weiß es nicht. Uncorrupted Beauty, so sieht es halt aus, wenn man morgens den Zopf nach der Haarwäsche öffnet. Ich finde, das sieht einfach gut aus, ne? Klar, ich muss die Haare noch kämmen. Aber das habt ihr, glaube ich, ja auch schon gesehen. Ich weiß nicht, war das mal abends oder war das morgens? Da bleiben nicht viele Haare in der Bürste hängen, ne? Ich habe ja diese Bürste noch, die von Tangle Teaser ist das, die Wet Brush. Ich hatte mir ja eigentlich mal eine andere aus einer Beautybox genommen, weil ich dachte, oh ja, ich bräuchte mal eine neue. Die war aber leider nichts. Die seht ihr demnächst mal in einem Vlog-Video. Oder habt ihr auch vielleicht schon gesehen. Und hier sind wirklich nicht viele Haare drin. Also wenn ich dran denke, was ich sonst so an Haaren in meiner Bürste habe. Es ist eklig, dass ich euch das zeige. Aber ne, es ist einfach der Wahnsinn, wie wenig Haare da drin sind. Wirklich wenig Haare. Und ja, das sieht einfach gut aus. Habe ich Licht an? Ja. Ne? So seht ihr auch mal die Haarstruktur. Das ist schon gut. Volumen ist natürlich drin, das ist ja durch dieses Erbsenprotein und ja, also ich bin da wirklich begeistert von. Ich mache mir jetzt hinten einfach nur so einen Bommel und nicht oben, habe ich mir gedacht. Also heute mal ein Hintenbommel. Ich habe das jetzt auch im Winter ganz viel oben getragen, weil ich auch Schal getragen habe und dann ist mir das auf den Sack gegangen. Und ich finde auch, oben Bommel sieht bei mir halt einfach auch so ein bisschen fresher aus. Ich muss mal nachher auf jeden Fall zurücknehmen, weil Julius gerade in dem Status ist, dass er alles greift. Also das ist verrückt. Ich weiß jetzt nicht, ob wir heute auch spazieren gehen, aber ja, mal schauen. Haare sind im Bommel und ich bin ready. Ich hab's echt gut, denn heute hat mein Freund auch schon wieder gekocht. Es gibt lecker Gurkensalat mit Bratkartoffeln und Würstchen und Apfelmus dazu. Ja, die Blinse beschlägt schon. Jetzt sind wir auf dem Weg zum Geburtstag. Baby, you da ist jemand mit dabei. Denn ich bin natürlich nicht fertig. Für mich geht es noch weiter, nachdem wir jetzt zu Hause angekommen sind. Jetzt wird noch gefilmt hier, ne? Also wir haben es jetzt 20 nach 7. Ich habe Julius gestillt ins Bett gebracht. Und ja, jetzt ist noch ein bisschen Arbeiten angesagt. Aber so ist das selbst und ständig. Aber das ist halt mein Job und ich mache ihn einfach gerne. Was nicht heißt, dass es kein Job ist und dass ich auch, dass es... Man kriegt manchmal Kommentare, Leute, ne? Das ist auch aufregend. Es ist trotzdem ein realer Beruf, den ich habe. Und ich finde auch die Steuern, die ich zahle, sehr real. genau, also es ist schon so, dass ich tatsächlich, ja, im Prinzip, ihr merkt es, ne? Immer wieder zwischendurch und eigentlich permanent so am Jonglieren und am Arbeiten bin. Ich verwende jetzt übrigens von Nabla den Lutz, genau. Das ist meine Lieblingsfarbe, glaube ich, ne? Bei den neuen Lippies, ich finde den ganz schön. Den habe ich heute auch getragen. 20% Rabatt
auf alles im Purish Online Shop. Richtig, richtig cool. Der ist echt klasse. Und der hat auch so eine leichte, ne, langanhaltende Farbe. Ganz toll. Genau, den stelle ich mir hier oben auch hoch, dass ich den jetzt auch gleich noch verwende. Ich habe super viele Sachen in der Infobox verlinkt. Schaut gerne mal einfach unten vorbei. Da bin ich ja immer sehr fleißig und versuche alles so weit zu verlinken und vorausschauend zu denken, was so gefragt werden könnte. Sammy gähnt, der ist müde, der wird sich hier gleich hinlegen und schlafen. Und ja, ich werde noch ein bisschen filmen, denn ich habe hier noch was auf dem Tisch stehen, ich habe hier noch was neben mir stehen. Ja, und dann irgendwann so um 9:30 geht es für mich wieder runter und dann kann ich duschen und ins Bett. Aber ich wollte jetzt eigentlich den Vlog nämlich schon mal beenden, dass ich da einfach schon mal einen Haken in Anführungsstrichen hintermachen kann, weil sonst vergesse ich ein Outro zu drehen. Das wäre natürlich super bitter. Und ja, ich hoffe, dass es euch hier gefallen hat und dass ich euch einfach mal so wieder mit durch meine Woche genommen habe. Ich versuche das jetzt wirklich monatlich zu machen, dass ich dann eine Woche meines Monats mit abdrehe. Das ist manchmal spektakulärer, manchmal weniger spektakulär. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da und schaut in der Infobox vorbei. Da ist alles verlinkt. Ansonsten um mich herum auch noch Videovorschläge, dass ihr da vielleicht mal weiterschauen könnt. Ein bisschen Binge-Watching von Claudi. Wäre cool. Wäre cool. Wäre wirklich cool. Ja. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir um mich herum, wie gesagt, Dinge. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.